Ja, Reinhard Schlieker ist für uns in Davos. Herr Schlieker, heute ist der dritte Tag des Weltwirtschaftsgipfels. Was gibt es heute Neues? Was steht auf dem Programm? Nun, heute haben zum einen sich die europäischen Minister hier die Ehre gegeben, allen voran Premierminister Cameron aus Großbritannien und dann aber auch Bundesfinanzminister Schäuble. Und wir erwarten in Kürze noch eine Ansprache, also eine sogenannte Private Address oder Message von dem amerikanischen Außenminister Kerry. Da versprechen sich viele von nochmal Aufschluss über den Fortgang der Nahost-Friedensverhandlungen und ob es da eine Chance gibt, aus Davos eine bessere Botschaft mitzunehmen als das, was wir eben gehört haben zwischen Rouhani und Netanyahu. Ja, darauf zieht auch meine nächste Frage. Mittelpunkt ist ja definitiv das Nahost-Thema. Viele wichtige Politiker haben dazu gesprochen. Hat das den Konflikt aus Ihrer Sicht denn irgendwie weitergebracht? Das ist, wenn man noch hier ist, ganz schwer zu sagen. Oft war es so in der Geschichte dieses Treffens, das es ja nun auch schon seit Jahrzehnten gibt, dass sich spektakuläre Dinge ereignet haben, wo man erst hinterher gesehen hat, das nahm hier seinen Anfang. Beispiel ein Treffen zwischen dem heutigen Staatspräsidenten Israels und dem damaligen Palästinenserführer Arafat. Das führte Jahre später in Oslo dann zum Friedensprozess, auch wenn es, sagen wir mal, den Durchbruch bis heute nicht endgültig gegeben hat. Das war so eine, so der Bundeskanzler Kohl, der sich damals 1990 mit dem Machthaber der DDR, Hans Modrow, getroffen hat. Das waren solche Dinge. Also ich wäre da vorsichtig, jetzt schon zu sagen, das muss man begraben, die Idee, oder das ist ein ganz toller Durchbruch. Wahrscheinlich ist es beides nicht. Die Kluft ist deutlich geworden. Aber es hat den Beobachtern hier vor allem eines gezeigt. Der Iran ist ein Land, dessen Wirtschaft und dessen Industrie erheblich leidet. Das ist ein hochentwickeltes Land, sagen wir, gewesen, was die industrielle den industriellen Bestand angeht. Und die Sanktionen haben offenbar gewirkt. Iran muss sich mäßigen und muss auf den Westen und auf die Welt zugehen. Mal sehen, ob das am Ende vielleicht für Israel ganz am Rande zumindest auch ein bisschen mehr Sicherheit bringt. Der britische Premierminister David Cameron hat heute in Davos gesprochen. Wie will er die britische Wirtschaft denn fit für die Zukunft machen? Cameron setzt auf das Rezept, mehr Beschäftigung zu schaffen im Lande, mehr Anreize zu setzen. Das ist ein wenig, hört es sich so ein bisschen nach Agenda 2010 an, was wir in Deutschland erlebt haben. Und er ist da auch ein Verfechter einer relativ harten Linie gegen Einwanderung. Das bringt ihm nicht nur Lob ein. Er möchte jedenfalls dafür sorgen, dass natürlich die britischen Sozialleistungen, die ohnehin nicht üppig sind, nicht denen zugutekommen, die von außen einwandern. Dagegen hat sich zum Beispiel schon mal Bundesfinanzminister Schäuble stark gewandt, der gesagt hat, als überzeugter Europäer kann man solche Unterschiede gar nicht machen. Das geht einfach nicht. Und Europa muss sich weiterentwickeln und nicht zurückgeworfen werden. Das war im Wesentlichen die Botschaft, obwohl auch Schäuble gesagt hat, interessanterweise, und er hat es deutlich betont, dass Europa sich insofern weiterentwickeln muss, als es bürokratische Hemmnisse und verhärtete Strukturen aufgeben muss. Was hat Wolfgang Schäuble denn gesagt? Was kann Europa und die Welt von der neuen deutschen Bundesregierung erwarten? Nun, er hat sich vor allem eben auf Europa bezogen und hat gesagt, die Bundesregierung steht ganz klar für einen europäischen Kurs. Daran wird sich nichts ändern. Und an der Position Deutschlands als eine der starken Nationen, Wirtschaftsnationen in Europa und auch in der Welt wird sich auch nichts ändern. Ich denke, das kann er mit ganz gutem Gewissen in seine Äußerungen einschließen. Denn die Prognosen für die deutsche Wirtschaft 2014 sehen allesamt gut aus. Sagen wir mal, diese etwas einzigartige Mischung aus starkem Mittelstand, Familienunternehmen und industrieller Innovation ist etwas, was in der Welt begehrt ist, auch wenn man von den Amerikanern hier in Davos weiterhin hört, die Exportüberschüsse seien zu stark aus Deutschland. Nun ja, was will man machen? Man kann sich ja nicht weigern, gefragte Industriegüter in die Welt zu verkaufen, wenn sie dort eben gewünscht werden. Reinhard Schlieker, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung. Bitteschön.